So, heute einmal ein Video. Vielleicht ein Anschluss an das gestrige Video vom Inneren Licht. Bin ich heute in einem Gespräch auf das Thema Dinkel gekommen und von Dinkel auf Korn. Und wenn man dann googelt, dann findet man plötzlich ganz andere Texte. Ja, und so ist mir heute das Gleichnis vom Sämann aus der Bibel, aus dem Neuen Testament entgegengekommen. Ja, und da oben im Bild, wer sieht, ist ja auch so eine Blume, die wächst. Ja, am Weihnachtstag, am Heiligen Abend, wird ja jemand geboren, so wie eine Wiedergeburt, auch für andere Menschen. Etwas Neues kann entstehen. Und so passt eigentlich das Gleichnis vom Sämann ganz gut. Wir säen das Korn. Doch, was braucht es dazu? Ja, muss man sich auch Gedanken machen. Nicht einfach, ja, jetzt geht's los, jetzt wachsen wir alle in die Erleuchtung hinein. Ja, das Gleichnis vom Sämann ist ganz spannend. Der Sämann geht auf das Feld, sät das Getreide aus und natürlich fällt nicht alles auf guten Boden. Auch das, was wir im Leben oft tun, fällt nicht immer auf fruchtbaren Boden, sage ich mal. Ja, vielleicht weiß man, was gemeint ist. Und ein Teil der Saat fällt dann auf den Weg, ja, wo nichts wachsen kann. Und da picken es in dem Gleichnis dann die Vögel auf. Ist so wie, wenn wir vielleicht irgendwie, ja, sagen wir, Fernsehen gucken und manche zappen dann, wie man sagt, herum und da ist irgendein psychologisches Gespräch vielleicht, was für einen interessant ist oder wäre. Aber man macht einfach weiter, weil man gar nicht weiß, dass man dieses vielleicht hätte anschauen sollen. Oder ein Bericht über gute Ernährung. Oder ein Freund, eine Freundin hat einem was gesagt, hey du guck mal, das und das könntest du mal machen, dann geht es dir vielleicht besser. Aber man war gar nicht offen für das, was derjenige gesagt hat. Ja, umgekehrt auch, man sagt ihm etwas, weil man von außen so etwas erkennt, was dem Menschen vielleicht nicht gut tut. Aber er sieht es nicht, hört es nicht und dann fällt es auf einen Boden, wo überhaupt nichts fruchten kann. 0,0. Das ist normal, das geht uns allen so, dass wir manche Dinge einfach nicht sehen und wenn von außen 1000 Leute sagen, mach das und das so, wenn man nicht offen ist, geht es diese Information erstmal wieder weg. Ja. Dann wird weiter gesät und ein Teil fällt so auf felsigen Boden. Und da ist die Erde nicht so gut, nicht so viel. Somit können keine Wurzeln gebildet werden. Das Getreide geht vielleicht auf oder der Samen. Und geht aber auch so schnell wieder kaputt, wie es gekommen ist. So in dem Gleichnis, die Sonne verdorrt es dann, weil der Samen keine Wurzeln hat, keine Wurzeln gebildet hat. So, ja, nicht verwurzelt. Ein anderer Teil fällt in das Gestrüpp, in die Dornen hinein und wird dort so wie erstickt. Und das ist ja im Alltag auch so, beispielsweise diese ganze Informationsflut, die, ja, die guten Informationen, die klugen Informationen, die menschlichen, psychologisch positiven Informationen, so wie erstickt in dem Ganzen. Ja, wenn man nur ins Internet geht, dann ist man ja erstickt von so vielen Informationen, dass man die positiven Dinge so gar nicht erkennen kann. Oder im Gleichnis wird gesagt, die Sorgen der Welt ersticken dann den Keim des Göttlichen. Und so ist es ja auch. Man wird, manche Menschen werden so teilweise wirklich erdrückt von ihren Sorgen und Problemen. Und ja, dann kommt noch diese Viruszeit dazu, die Dunkelheit des Tages zu der Jahreszeit jetzt.
Und dann haben manche Menschen das Gefühl, sie werden, ja, das ganze Haus bricht zusammen über einem und erdrückt einen. Und dann kann natürlich auch nichts wachsen. Ja, und ein Teil, ein anderer Teil, fällt dann auf guten Boden, kann wachsen, gedeihen und bringt dann eine gute Ernte hervor. Das sieht man, ist gar nicht so einfach mit diesen Getreidekörnern. Ja, die Bauern wissen, was da alles schiefgehen kann und setzen sich damit auseinander. Der Mensch muss das auch machen. Man muss, um voranzukommen, um Freiheit zu bekommen, Glück und Frieden, den Boden vorbereiten. Und gucken, wo man seine Energien hingibt. Nicht einfach seine Energien verschleudern in alle Richtungen. Man hat ja nicht immer so viel oder nicht unendlich viel. Und wenn man die Energie eben dann auf die Straße schmeißt, wie den Samen, dann kann da nichts entstehen. Und wenn man von Sorgen erdrückt wird, von den Dornen, dann wächst es auch nicht so wirklich. Das heißt, man muss schauen, die Augen offen halten, wo sät man den Samen? Wir kennen das so unter den Begriffen oder Deutungen. Dort, wo du deine Energie hinlenkst, dort bewegt sich etwas. Der Akupunkteur setzt die Nadel und dort, wo die Nadel ist, wie eine Boje, saust die Energie hin. Und deswegen sollte man immer achtsam sein, wo man sein hohes Gut, sein Leben hin, ja, sät, sage ich. Wo bringt man seine Energien hin? Womit beschäftigt man sich? Das ist ein Teil. Und dann natürlich auch, dass man zum Beispiel die Dornen, die Sorgen langsam abträgt oder da eben nichts reingibt. Wenn man von Sorgen erdrückt wird, ist es immer ratsam zu versuchen, das dauert dann manchmal jahrzehntelang, die Sorgen langsam abzutragen oder den Dornenstrauch dann einfach vom Feld wegzutun oder dort eben nichts mehr reinschmeißen. Achtsam sein. Worüber macht man sich Sorgen? Und dann wie auf dem Felsen, wo die Samen hingefallen sind, ist es dann auch ein Teil der Achtsamkeit, denn da können keine Wurzeln entstehen. Und wenn etwas nicht verwurzelt ist, wie gesagt, in dem Gleichnis, dann geht das Ganze kaputt. Und so im Leben auch, wenn wir keine Wurzeln haben in uns selbst, im Göttlichen, im Universum, dann bricht das ganze System irgendwann zusammen. Das ist eigentlich ganz logisch, ja. Wenn so eine Firma keine Grundstruktur hat in Einnahmen, Ausgaben und diesem ganzen wirtschaftlichen Bereich, dann geht man vielleicht pleite, weil man zu viel ausgibt oder zu wenig einnimmt. Ja. So ist also im Leben die Wurzel wichtig, die Erde ist wichtig, dort, wo ich meine Energie, meinen Samen hingebe, ist wichtig. Ja, und das ist auch so spannend, dass in der Bibel der Jesus mit Gleichnissen spricht, weil man, wie gesagt, dieses Ganze oft nicht versteht, weil es nicht greifbar ist. So, wo ist das Himmelreich? Es ist jetzt im Himmel oben. Im physikalischen Himmel, physischen Himmel oder in uns drin, im Herzen, wo ist dieser Himmel? Ja. Das kann man so gar nicht fassen, wo das ist. Und deswegen sind so Gleichnisse auch mal ganz gut. Dort, wo man seine Energie hinlenkt. Und dazu benötigt es eben Achtsamkeit. Man kennt es, wenn man so Kinder hat und dann noch arbeitet vielleicht, wie schnell der Tag rum ist. Man weiß gar nicht, was man macht, wo man seine Energien überall hingegeben hat. Und deswegen ist es immer wichtig, Achtsamkeit zu entwickeln.
dass etwas auch wachsen kann. Es spielt eigentlich gar keine Rolle, wo. Es ist ja auch in der Firma, muss man die Energie reingeben, dass man wächst. In der Familie, in Beziehungen ist es genauso wichtig, dass man dort die Energie hingibt und nicht in andere Dinge, in Sorgen, Gedanken, Problemen sich aufhält. Die hat man, die kriegt man auch aus seinem Gehirn nicht immer so gleich raus. Das ist auch normal. Aber irgendwann sollte man daran arbeiten, dass es eben nicht mehr so heavy wird. Ja, so wünsche ich noch ein frohes Fest, gutes Wachsen, gutes Aussehen. Ja, und dann kann etwas wachsen und somit, wie in dem gestrigen Video über das innere Licht, dass das Licht in einem langsam beginnt zu flackern und dann immer mehr und mehr. Das heißt Achtsamkeit, Umgang mit sich selbst, mit den anderen und eben ja, das Gute in sich sehen.